Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Ankh 3. Kampf der Götter. Beim letzten Mal bin ich hier stehen geblieben, als ich mir ein Stück weit zerbrochen habe, den Gedanken, wie kriege ich Löcher in den Eimer? Oder den Kopf zerbrochen habe darüber, wie ich Löcher der in den Kessel Eimer hat kriege. Den Pokal zum Schmelzen gebracht. Und ja, Einhorn, sag ich nur. Taugt nicht mehr zum Wasser holen. Hoffentlich gibt's hier keine Schneeaffen. Okay. Blau, 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 blau. Einen Missbrauch der Flagge möchte ich. Leis, ein komisches Wort. Wir müssen ja nicht alles versalzen. Ein Horn hat mein toller Helm schon. Und das hier ist nicht der zweite. Und ein zweites Horn, okay. Seltsam. Normal. Ach, was? So, so? Ich mag es einfach, anderen bei der Arbeit zuzusehen. Warum sollte ich davon einen Abdruck machen? Warum sollte ich davon einen Abdruck machen? Für die perfekte Waffe fehlt nicht mehr viel. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Wir müssen ja nicht alles versalzen. Blau, 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 blüht. Leis, ein komisches Wort. Hier hilft mir dieses körnige Zeug auf jeden Fall nicht weiter. Moment. So, jetzt sollte ich vorsichtiger an die Sache herangehen. Wie war das doch gleich mit diesen hübschen Pflanzen? Ich bin Gärtnerin und Pflanzen mag ich wirklich gern. Schön, dass du auch Pflanzen magst. Ich gehe mal ein paar Rentiere streicheln. Du bist wirklich mal ein Mann mit Herz. Ja, okay. Hängt. Hängt. So sieht also ein echter Mann aus? Ein Bart, ein Helm und eine Waffe. So sieht also ein echter Mann aus? Ein Bart, ein Helm und eine Waffe. Warum sollte ich davon einen Abdruck machen? Weiß ich doch nicht, musst du doch wissen. Okay, dann gehe ich nochmal in den Keller. Dieser Schrank heißt Gustav. Eriksson. Samson. Nicht ein Tropfen mehr drin. Nicht ein Tropfen mehr drin. Alles leer. Warum sollte ich davon einen Abdruck machen? Keine Ahnung. Leute, ich mach mal ganz kurz einen Break. Ich muss mal kurz vorhin. Okay, Leute, ich bin wieder da. Musste nur mal ganz kurz der Natur ihren Lauf geben. So, haben wir hier überhaupt noch irgendwas anderes? Oh, oh.
Das darf ich natürlich auch nicht vergessen. Ich speichere mal sicherheitshalber aus dem Grund auch. Moment, ist das hier ein... Ach lol, hier ist ein... Oh. Wir, warte mal. Wie lange würde der wohl in Kairo überleben? Ich komme nicht dran. An die komme ich so nicht dran. Damit vielleicht... Einen Missbrauch der Flagge möchte ich ja, vermeiden. Okay. Warum sollte ich davon einen Abdruck machen? Was weiß ich denn? Für die perfekte Waffe fehlt nicht mehr viel, aber das ist es nicht. Das wird nicht funktionieren. Leis, ein komisches Wort. Hier hilft mir die... Wir müssen ja nicht alles versalzen. Vielleicht damit auf den Schneemann? Für die perfekte Waffe fehlt nicht mehr viel, aber das ist es nicht. Vielleicht den Schneemann... Ah! Ah ja, natürlich, Salz und... Ja. Lass den Schneemann schmelzen. Alter, dieses Geräusch, ne? In greifbare Nähe gerückt. So ungefähr stelle ich mir einen richtigen Wikingerhelm vor. Der Kessel hat den Pokal zum Schmelzen. Seine wahre Bestimmung hat er schon auf meinem Kopf gefunden. Einen Missbrauch der Flagge möchte ich eher... Warum sollte ich davon einen Abdruck machen? Gehen wir halt doch nochmal, ja, weiter. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jetzt, sagt du von wegen, ja doch, ich bin jetzt zufrieden mit deinem Equipment. Na so. Was ist denn da zu lachen? Herrlich! Du bist ein lustiger kleiner Geselle, Ägypter. Aber ich habe doch alles richtig gemacht und sehe bestimmt extrem männlich aus. Ich weiß doch, dass du ein Mann bist. Ich wollte nur ein wenig Spaß haben. Die ganzen Kerle sind auf Raubzug und den ganzen Tag sehe ich nur die Frauen. Da wollte ich dich halt mal zu einem richtig tollen Saufkumpanen herrichten. Na toll. Einmal mehr bin ich Spielball der Götter. Ach was. Du hast dir ehrlich meinen Respekt verdient, kleiner Ägypter. Lass uns zusammen einen guten Zug von meinem besten Stoff nehmen und über deine Abenteuer plaudern. Vielleicht kann ich dir ein wenig helfen. Los, trink! Na, da lassen wir uns doch nicht zweimal bitten, ne? Hui, das ist aber starkes Zeug. Und du sagtest, du kommst vom Heiligen Hotel? Sagte ich das? Ich bin vielleicht schon ein wenig betrunken. Weißt du, da habe ich früher auch mal gearbeitet. Ich war ein junger Gott und hatte einen Aushilfsjob in der Requisite für die Vorführung der Abschlussfeier. Requisite? Heiliges Hotel? Ich glaube, da klingelt was. Oder ist es nur mein Kopf, der da klingelt? Vermutlich. Damals hat mich ein freundlicher ägyptischer Gott zum Trinken eingeladen. Ach, wie hieß der doch gleich nochmal? Fred? Schmidt? Seth? Seth hat dich zum Trinken eingeladen? Ja, genau. Ein netter Kerl. Hat mich ziemlich betrunken gemacht. Das war ein Spaß. Nur nach der durchzechten Nacht habe ich leider den Schlüssel zum Requisitenraum nicht mehr gefunden. Hassil! Hör auf zu saufen und hör dem guten Mann zu. Er erzählt uns gerade, dass Seth ihm damals den Schlüssel zur Requisite geklaut hat. Was? So habe ich das noch nie betrachtet.
Dieser nette Kerl? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das hat mich jedenfalls meinen Job gekostet. Naja, ein Ferienjob, was soll's. Der Schlüssel tauchte seltsamerweise einige Tage später wieder bei mir auf. Habe ihn aber nie mehr abgegeben. Ich kam dort ja nicht mehr so oft vorbei, weißt du? Asil! Thor hat den verschollenen Schlüssel zum Requisitenraum! Den Schlüssel, der vermutlich zum Beweis führt, dass Seth Osiris absichtlich zersägt hat. Und dass ich unschuldig verbannt wurde. Zersägt? Mein Kopf fühlt sich auch gerade ziemlich zersägt an. Ich würde jetzt gern etwas schlafen. Untersteh dich! Weißt du was? Ich gebe dir den Schlüssel einfach mit. Dann kannst du ihn der guten Ordnung halber dort abgeben. Ja, ja, gib uns den Schlüssel! Ja. Ja. Darauf trinken wir ein. Auf die alten Zeiten. Und den Weg zurück ins Hotel zeige ich dir auch noch. Okay, da haben wir es ja weitgehend gepackt. Oh nein, von Wasser eingeschlossen. Das halte ich nicht aus. Ach, so viel zum Thema. Was ist denn das hier? Damit kann ich diese seltsamen Bilder, genannt Worte, malen. Okay. Kleine, harte, anisotrope und sedimentäre Steine. Verdreifacht Feuerstein. Hochklettern kann ich die nicht, dafür ist der Stamm zu rutschig. In dir steckt ein kleiner Feuerteufel. Nein, wir wollen das nicht abfackeln. Das war doch gar nicht der Gedanke. Naja, dann wollen wir mal wieder nach vorne gehen. Extrem handlich, das Ding. Wasser, soweit das Auge reicht. Überall Wasser. Der letzte, den ich gesehen habe, lag auf einer silbernen Platte im Palastgarten des Pharaos. Dafür sind hohle Baumstämme nicht gemacht. Wasser, soweit das Auge reicht. Überall Wasser. Die kleine Krabbe hat ein nettes Häuschen gefunden. Dafür sind hohle Baumstämme nicht gemacht. Ich bin nicht der Typ, der überall Asil war hier draufschreibt. In dir steckt ein kleiner Feuerteufel. Nein, wir wollen das nicht abfackeln. Wasser, soweit das Auge reicht. Überall Wasser. Wasser, soweit das Auge reicht. Überall Wasser. An dieses Boot habe ich nur schlimme Erinnerungen. Neugierig bin ich ja schon, was da drin ist. Aber jetzt heißt, dafür sind hohle Baumstämme nicht gemacht. Wasser, soweit das Auge reicht. In dir steckt ein kleiner Feuerteufel. Nein, ich bin nicht der Typ, der überall Asil war hier draufschreibt. Dafür sind hohle Baumstämme nicht gemacht. Perfekt, um eine Rettungsnachricht darauf zu schreiben. Dann machen wir das doch mal. Lieber Finder. Und das. Wenn du diesen Brief findest und des Lesens mächtig bist, dann... Bin ein Abenteuerstar. Hol mich hier raus. Schön. Schick mir jemanden zur Rettung oder zumindest ein kühles Bier. Gezeichnet, der hoffnungslos verschollene Asil. So. Die muss ich jetzt noch abschicken. Vorher sollte ich die Nachricht gut verstauen. In dir steckt ein kleiner Feuerteufel. Nein, wir wollen das nicht abfackeln. Habe? In dir steckt ein kleiner Feuerteufel. Nein, wir wollen das nicht abfackeln. In dir steckt ein kleiner Feuerteufel.
Nein, wir wollen das nicht abfackeln. Vielleicht das mit das? Palme, hier ist dein Vater, hohler Baumstamm. Oder was von ihm noch übrig geblieben ist. In dir steckt ein kleine, harte, anisotrope und sedimentäre Steine. Vorher sollte ich die Nachricht gut verstanden. Ich sollte die Nachricht per Luftpost verschicken. Ich sollte die Nachricht per Luftpost verschicken. Ich sollte die Nachricht per Luftpost verschicken. Neugierig bin ich ja schon, was da drin ist. Aber jetzt heißt es erstmal, meine Haut zu retten. Neugierig bin ich ja schon, was da drin ist. Aber jetzt heißt es erstmal, meine Haut zu retten. Wasser, soweit das Auge reicht. Überall Wasser. An dieses Boot habe ich nur schlimme Erinnerungen. Ich weiß nicht so wirklich, ja, wie ich mir helfen könnte gerade. Hochklettern kann ich die nicht. Dafür ist der Stamm zu rutschig. Ups, was ist denn da runtergekommen? Hat eine gewisse aerodynamische Form. Was zur Hölle? Du machst mir Spaß, kleiner Mann. Oje, was für ein verrückter Traum. Der starke Tropfen war doch etwas viel für dich, was? Ich werde dir ein wenig Reisesand spendieren, damit du zurück ins Hotel reisen kannst. Na los. Hattest du nicht noch was vor? Oh Gott, das war also eine Art Fiebertraum so ungefähr. Verstehe. Okay, wie dem auch sei. Ich muss eigentlich mal zusehen. Beeilung! Beeilung, der Kampf fängt noch ohne uns an. Lauf gefährlich schneller, Träger. Ach, haben wir schon geschafft. Also dann, die Damen und Herren Götter, es geht los. Eure Aufgabe. Ihr müsst so viele Menschen wie möglich dazu bringen, an euch zu glauben. Wer am Ende des heutigen Tages die meisten Gläubigen besitzt, wird der nächste Herrscher über Ägypten. Die Sonderregeln und weiteres Kleingedruckte findet ihr in den heiligen Spielregeln. Nun zur Ausgangslage. Seth führt mit 7814 Gläubigen. Am anderen Ende der Liste ist das Ankh mit, einem. Und zwar Asil. Herrje, nur einer? Ungläubiges Pack. Asil, wir haben viel Arbeit vor uns. Was? Das ist die Ausgangslage? Das ist ja total unfair. Der Sieg ist mir gewiss. Und das Spielfeld in diesem Jahrtausend ist Luxor. Na, wer hätte das gedacht? Möge der Wettkampf beginnen. Los, Asil, wir müssen nach Luxor. Los, los, los. Die Spielregeln sollte ich mir genauer anschauen. Gut, wir haben ja jetzt den Schlüssel. Dann wollen wir mal gucken. Nichts zu sehen. Willkommen im heiligen Requisitenraum. Was brauchen Sie? Waffeln. Viele Waffeln.
Nee, ne? Zeig mir das, ihr seht das SteamOverlay ja nicht, ne? Das ist gerade eine Matrix-Anspielung. Nichts zu sehen. Willkommen im heiligen Requisitenraum. Was brauchen Sie? Die Requisiten von Seths Bühnenaufführung vor 1000 Jahren. Jemand hat sehr unbeholfen Show-Siege draufgeschrieben. Mit E anstatt mit Ä. Jemand hat sehr unbeholfen Show-Siege draufgeschrieben. Mit E anstatt mit Ä. Jemand hat sehr unbeholfen Show-Siege draufgeschrieben. Mit E anstatt mit Ä. Was soll ich denn damit? Darf auf keiner Party fehlen. Hey, Finger weg! Eine seltsame Idee. Ich glaube nicht, dass das funktionieren. Wow! Thor hat mir das heilige göttliche Trinkhorn überlassen. Wie nett von ihm. Geschrieben in der Sprache der Götter. Unlesbar für mich. Wie? Was? Ich kann darauf gar nichts erkennen. Leis. So. Aus dem Fernen. Sie dürfen keine fremden Speisen mit auf ihr Zimmer nehmen. Ah, okay. Faszinierend. Nach Luxor, bitte. Sie besitzen leider nicht genug Reisesand für diese Reise. Ah, ja, okay, Moment. Der Leis fällt durch das Loch wieder raus. Ich hebe ihn besser wieder auf. Ich bräuchte einen kleinen Gegenstand. Etwa so groß wie ein Zahn, um dieses Loch zu stopfen. Das wird nicht funktionieren. Lesen kann ich sie nicht. Und für alles andere sind sie auch nicht zu gebrauchen. Das scheint nicht zu funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Du wünschst? Ich hätte gern einen Drink. Kann ich den Zimmerschlüssel sehen? Ich habe gar kein Zimmer. Dann bekommst du auch keinen Drink. Du wünschst? Ist es lustig, das Mumienleben? Naja. Eigentlich wollte ich ja endlich meinen wohlverdienten Ruhestand genießen. Aber auf die Unterwelt von Osiris muss ich wohl noch etwas warten. Osiris ist ja sowieso gerade nicht dort. Der Job hier ist auch gar nicht so schlecht. Auch wenn ich das Gefühl habe, so langsam wirklich auseinanderzufallen. Ich hätte gern einen Drink. Kann ich den Zimmerschlüssel sehen? Ich habe gar kein Zimmer. Dann bekommst du auch keinen Drink. Willkommen im heiligen... Oh. Hat sich erübrigt. Das war ja nur das nochmal. Ich tu mal eben nochmal speichern, Leute, nicht wundern. Und dann will ich mal gucken. Ah, hier ist ja sogar noch jemand. Vielleicht schämt er sich nur für sein Gesicht. Was soll ich denn damit? Was soll ich denn damit? Ich sollte ihm nicht verraten, dass ich die Regeln nicht kenne, geschweige denn überhaupt lesen kann.
Ja, ja, ich kenne die Regeln. Die kennt doch jeder. Was willst du? Kannst du mir helfen? Was brauchst du denn? Ich brauche Reisesand. Gut, gut. Aber vorher musst du mir einen Drink holen. Hier ist ein Gutschein. Komm ja nicht ohne Drink wieder. Mein Freund, der Seher, könnte mir vielleicht weiterhelfen. Ah, endlich mal etwas Ruhe. Nanu, wo ist das Toilettenpapier? Oh nein, das Papier ist alle. Bei den Göttern. Wo bekomme ich jetzt bloß Papier her? Okay, danke. Gut, Leute, ich würde sagen, es geht im nächsten Part weiter. Vor allem würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein. Und ciao, tschüss.